Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zum Replay of the Week wieder dabei seid. Und ich dachte mir, ja, eine Arti-Runde hatte ich die Woche noch nicht so wirklich und dann sollte es doch mal wieder was Deutsches sein. Und dann dachte ich mir, hey geil, ein GW-Tiger mit einer geilen Runde und dann auch noch im Replay of the Week mit einem dicken Damage, das könnte passen. Und genauso sollte es hoffentlich hier passieren, denn den GW-Tiger sehen wir jetzt heute. Und er ist hier die einzige Art im Spiel, ist aber nicht alleine, sondern der ist hier mit zwei Clanmates im Zug. Einem Scout und einem Medium, also da ist doch Potenzial. Und ja, natürlich, wie soll es anders sein, die Arti fährt hier auf die 9er-0er Linie. Das ist eigentlich ja so die wirklich beliebteste Position, muss man so sagen. Jetzt schauen wir mal, was er da reißen kann. So, jetzt hat er sich hier gleich einen Busch geschnappt, beziehungsweise hier ein Bäumchen. In der Kuhle hier natürlich, wo er jetzt steht, ist auch ein bisschen angenehmer, da kann man nicht so leicht gespottet werden. Ja, und jetzt sind wir schon in der Arti-Ansicht und jetzt schauen wir mal, was er so reißen kann. Ja, auf den 1390 kommt er gerade nur so semi-gut drauf. Schuss ist raus. Oh! Da trifft er schon den ersten mit dem Splash und dann kriegt er den Nachschuss vom Waffenträger und das war's schon für den 1390. Ja, das lief gut. Ah, der Jagdpanzer R100 wäre natürlich ein super schönes Ziel, aber der ist da nicht so toll zu treffen. Hinter dem Stein steht er da schon recht sicher. Die Ziele der E4, der könnte sich da als lohnenswertes Ziel herauskristallisieren. Leider ist ein 1390-Kamerad da mittlerweile weg. So. Schuss ist vorhanden. Jetzt muss er nur noch aufgehen. Jetzt ist er da. Der E4 bewegt sich da ja nicht so massiv viel. Schuss ist raus. Scheiß, seitlich könnte er gut kommen. Und der nimmt ihn raus mit einem einzigen Schuss. Jo. E4. Auf Wiedersehen. Das sind so die Momente, wo man sich als Arti-Fahrer irgendwie nach dem All-Chat zurücksehnt. Denn da hätte er sich jetzt bestimmt einiges anhören dürfen und das ist ja für einen Arti-Fahrer dann Balsam, wenn man da geflamed wird. So, nächste Granate wieder im Rohr. So, und jetzt Richtung Hügel mal ein bisschen gucken. Bis jetzt scheint er komplett ohne Battle Assistant übrigens zu spielen. Sieht man bei gerade Arti-Fahrern, die die Klasse sehr häufig und gerne spielen, immer seltener. Aber in dem Fall scheint er den nicht zu brauchen. So, Schuss Richtung VK und dafür, dass er nicht dicke getroffen hat, waren 750 auch schon sehr, sehr schön. Ja, und jetzt scheint er so Richtung E75 sich dann orientieren zu wollen. Weil der hat noch nicht so auf dem Schirm, dass die Arti da in die Richtung zimmert. Und der Löwe, also da hätte er viele Ziele. Jetzt braucht er nur die Granate, die ist jetzt da. Schuss hat er sofort rausgesammelt. Und da haben sie aber Glück gehabt, dass sie sich da so auseinandergezogen haben. Nur der VK hat da noch ein bisschen den Splash abbekommen. Aber das hätte schon deutlich schlimmer ausgehen können für die drei Jungs da oben am Berg.
So, und jetzt mal den Panzer, der ihn so tendenziell so zeitlich gesehen ärgern könnte. Und außerdem, das Objekt schießt auch seinem Team da auf dem Hügel da immer in den Rücken. Also von dem her ist das jetzt eine gute Idee, den mal ein bisschen zu fokussieren. Natürlich muss er dafür erstmal gesichtet und auch weit genug oben sein. Weil wenn er das nicht ist, ja, dann kann er da so viel hinziehen, wie er will. Bringt ihm alles dann gar nichts. So. Ja, jetzt ist natürlich das Fahnenkreuz sehr, sehr groß. Dementsprechend hier keine Chance, direkt den Schuss Richtung T-62A zu bringen. Da muss er sich einfach ein bisschen gedulden noch. Aber jetzt wieder keine Sicht. Dementsprechend schwierig, schwierig. Aber da steht er noch. Hat sich kaum bewegt. Das ist natürlich die Möglichkeit hier für einen geilen Hit. Und er zündet ihn an. Und er hat scheinbar keinen Feuerlöscher, beziehungsweise hat sehr lange gedauert mit 1200 Schaden Richtung T-62A. Natürlich sehr, sehr ärgerlich für den. Schöner Hit, der durch den Brand natürlich dann nochmal deutlich mehr gebracht hat. Und jetzt wird er da vom Jagdtier rausgenommen. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei für den Kameraden hier. Oh, drei Stück, die alle hier warten auf den Treffer. Der Jagdpanzer blockt die alle so ein bisschen. Schuss ist raus. Und ja, super schön. Den Löwen, der hier geblockt wurde, und den Jagdpanzer noch den Splash. Das ist natürlich für ihn ideal gewesen, dass die sich hier da so gekabbelt haben um die Position. Besser konnten sie es nicht machen. Aber sie lernen scheinbar nicht wirklich draus. Also sie sind immer noch sehr, sehr kuschelig unterwegs. Der E-75 und der Jagdpanzer. Schuss ist auch hier schon wieder raus. Und 710 am Jagdpanzer R100. Der E-75 ist dann rausgekommen. Aber muss man sagen, dafür, dass die wissen, dass hier die Arti die ganze Zeit hinhält, machen die das nicht gut. Und der Arti-Fahrer wird sich hier freuen, dass er dementsprechend hier die ganze Zeit diese wunderschönen Ziele hier hat. Der Löwe wird sich auch wahrscheinlich übrigens furchtbar aufgeregt haben über die Fahrweise vom Jagdpanzer. Zumindest hätte ich das an seiner Stelle, um ehrlich zu sein. So, und der Schuss kommt schon wieder raus. Und ja, jetzt muss es dann endlich mal sein, dass der Jagdpanzer, der hat es nicht lernen wollen. Und da hat er ihn dann rausgenommen. Folgerichtig. Und jetzt lebt da nur noch der E-75. Auch der wird natürlich jetzt das nächste Ziel sein. Und auch der bewegt sich da nicht von da oben wirklich weg. Aber klar, er kann nicht so wirklich mehr toll zurück. Weil da hat er dann dementsprechend dann die Hits von oben, wenn er sich zu weit ohne Cover zurückzieht. Ist natürlich eine Scheißsituation. Muss man auch so sagen, wie es ist. Und was geht? Jetzt mit dem E-75, der ist jetzt auch raus. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite nachvollziehbar, dass er sich da nicht weiter zurückziehen wollte. Auf der anderen Seite war klar, dass wenn die Arti nachgeladen hat, der Schuss wieder in seine Richtung geht. Also wirklich gut ausgespielt war das nicht. Man muss beim Berg, entweder man fährt hoch und kommt oben an, oder man bleibt gleich unten und versucht da irgendwie Schaden zu drücken. Aber da so nichts Halbes und nichts Ganzes zu machen, das bringt einen nicht weiter. Das muss man mal sagen, wie es ist. So. Oh, oh, auch wieder 867. Und ja, macht er schon Schicht im Schacht. Der Jagdtiger ist hier so gefühlt der Abstauber, weil auch mit dem 1390, der macht immer die kleinen Hits, wobei der Jagdtiger eigentlich nicht dafür gedacht ist, nur die kleinen Damage-Zahlen anzubringen. Der kann auch noch ganz anders.
der Patriot so schöner aussieht, aber der dürfte sich jetzt hier auch gegen die Übermacht an Gegnern geschlagen geben müssen. Ja, da macht sein Kamerad mit dem TVP, macht's da klar. Und jetzt sind da kaum noch Gegner. Das Einzige ist noch eine Art, die ist bei denen auch noch am Start. Die war bisher noch gar nicht gespottet. Also von dem her, die wird ja auch irgendwann mal aufgehen müssen. Und danach wird es dann interessanter. Er orientiert sich zu dem T-54 gar nicht erst hin, sondern er bleibt hier oben. Und schaut, was da noch so machbar ist. Der ist der Waffenträger. Ja, der könnte noch ein schönes Ziel sein. Der nimmt den T-44 raus, aber jetzt kommt der TVP von ihm auch da her. Schuss ist raus. Ja, in dem Fall leider ist der Schuss ein bisschen zu früh runtergeflogen. Sonst hätte er da dementsprechend Schaden anbringen können. Aber der TVP macht es dann da klar. Jetzt ist nur noch das Objekt 263 am Leben und die Arti, die FO 3805, dann war es das schon. Aber er hat hier mit seinen 4 Kills schon mal ordentlich für Furore gesorgt und sein Team da wirklich nach vorne geschossen. Anders kann man es nicht sagen. Wo sind sie jetzt? Aufgehen will noch keiner. Das ist ein... Ah, da ist das Objekt. Ja, Objekt hat den E100 direkt rausgenommen. Oh, der hat noch ganz schön viel. Ah, in dem Fall leider ein bisschen zu weit daneben gezielt. Hätte er noch ein bisschen besser vorgehalten, hätte er sich dann noch den ein oder anderen Hitpoint klauen können. Oder vielleicht sogar den Kill, wer weiß, wer weiß. So, jetzt wird es doch aber mal Zeit. Die ziehen es hier ganz schön raus, dafür, dass da noch 4 Panzer am Start sind. Jetzt ist die Art hier offen. Ja, der ist schon direkt weg. Wo ist das Objekt? Da ist es aufgegangen. Schuss ist raus. Oh, sehr gut. Der ist noch ordentlich daneben geschrammt eigentlich. Aber da hat er nochmal den Schaden anbringen können. Und am Ende der Runde hat er 1693 Basis-XT und 9955 Damage gemacht. Das ist eine der höchsten Damage-Runden, die wir jemals hier von der Arti gesehen haben. Und ich denke, verdient das Replay of the Week. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, ich wünsche euch weiterhin auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.